Elektroauto-Supertest des Kia EV6, der etwas sportlichere und coupéartigere Ableger des Hyundai Ioniq 5. Und das ist auch ein Kernpunkt des heutigen Supertests. Was kann er? Klar, aber was kann er auch im Vergleich zu seinem technisch doch sehr ähnlichen Konzernbruder Ioniq 5? Und grundsätzlich beim Elektroauto-Supertest gilt, es gibt maximal 6 Sterne, die Bewertung ist streng absolut, völlig unabhängig davon, in welcher Preisklasse oder Karosserieklasse das Auto spielt. Und es wird bewertet, was zum Zeitpunkt des Supertests gemessen worden ist. Mit einer Ausnahme: Bremsen. Dafür braucht es Sommerreifen und trockene Fahrbahn. Wenn eine von den beiden Sachen nicht erreichbar ist, dann nehme ich die Messwerte, die Automotor und Sport Print ermittelt hat. Ja, und jetzt kann es hier auf dem Gelände des Fahrsicherheitszentrums vom ADAC in Grevenbruch losgehen. Ich freue mich und ihr wisst schon, das wird gut. Raumangebot und Qualitätsanmutung. Ja, das sind normalerweise zwei verschiedene Kapitel, werden auch weiterhin unterschiedlich bewertet, logischerweise. Aber ich werde mir das Auto jetzt anschauen und sie dann beide gleichzeitig abfrühstücken. Und wir fangen vorne an und ich mache dafür jetzt erstmal den Frunk quasi auf. Ja, Motorhaube auf, dann können wir uns den Frunk angucken. Denn es ist einer vorhanden. Übrigens sehr, sehr schön, dass man hier einen Haubenlift hat. Aber der ist ziemlich klein. Ja, das sind gerade mal 20 Liter, die da reinpassen. Und das heißt, das komplette Kabellage-Zeugs kriege ich da nicht unter, sondern da muss ich mich ein bisschen entscheiden. Und damit können wir jetzt auch mal ein bisschen nach der Qualitätsanmutung schauen. Und da gibt es ein paar neuralgische Punkte. Zum einen, was schön ist, das sind hier die Nullfugen und auch die anderen Stellen, wo hier die Karosserieteile und auch die Lampen aufeinanderprallen. Das läuft alles super. Was ein bisschen breiter ist, sind hier diese Fugen. Aber das Entscheidende ist, sie laufen sauber. Und jetzt gehen wir nach hinten. Und da gibt's, Moment, stopp. Jetzt ist mir noch eine Sache aufgefallen. Wenn man hier von der Seite guckt, hier, da, da steht die Tür hier so ein bisschen ab. Hier geht sie bündig. Und wenn man da drauf guckt, sieht man, wie sie unten ein bisschen absteht. Das ist keine Katastrophe. Was ich wirklich nicht so schön finde, ist, dass die Heckklappe nicht sauber drin sitzt. Ein bisschen versetzt, so wenig, wie man es auch bei vielen Teslas sieht. Hier, die Fuge ist enger als die hier. Und hier steht der kleine Spoiler ein bisschen ab. Hier läuft er bündig. Da muss man dann bei der Produktion noch ein bisschen nacharbeiten. Und wenn wir schon hinten sind, dann können wir auch punkto Raumangebot mal in den Kofferraum hineingucken. Da liegt jetzt eine Menge Zeug drin. Da liegt mein Messgerät drin, Tasche, auch der Kabelkram. Ich habe ja gesagt, beides an Kabel geht vorne im Frunk nicht unter. Was ich hier im Kofferraum unterbringen kann, sind nominell 490 Liter. Das ist ein ordentlicher Kofferraum. Ja, man muss natürlich aufpassen, dadurch, dass er hier relativ schräg läuft, wenn ich jetzt eine große Kiste habe, zum Beispiel von irgendeinem Möbelhaus oder so weiter, dann kann es sein, dass das hier übersteht und egal, ob ich den Platz habe oder nicht, durch die flach laufende Heckscheibe kann das ein bisschen komplizierter werden. Wenn ich dann die Sitze umklappe, dann habe ich ja, so rund 1300 Liter Kofferraum. Auch das ist in der Klasse okay. Es gibt natürlich auch noch welche, die können noch ein bisschen mehr. Habe ich noch was vergessen? Ja, wir können mal kurz hier reingucken. Habe ich gar nicht gesagt. Hier kann ich auch noch ein bisschen was an Kabel oder Ähnlichem unterbringen. Und jetzt geht's zum Innenraum. So. Also, draußen hatte ich zwei Punkte, die sind nicht ganz optimal, wo mich da eher die Heckklappe gestört hat. Alle anderen Sachen sind entweder gut gemacht oder, ich sag mal, keine Katastrophe. Und wenn ich mir das hier innen drin anschaue, dann ist der erste Blick hochwertig, definitiv. Man verwendet hochwertige Materialien. Ich habe hier mein Leder, ich habe hier so eine Art Metallstruktur, wobei das wahrscheinlich auch Kunststoff ist. Egal, sieht gut aus. Ich habe hier auch meinen Klavierlack. Kann man jetzt drauf stehen oder nicht? Sieht zumindest hochwertig aus, auch diese Leisten hier. Das hier zum Beispiel am Armaturenbrett ist jetzt nicht nochmal unterschäumt. Nicht besonders weich, aber es ist so eine gummierte Fläche. Wenn man dran fasst, wirkt das jetzt nicht, ich sag mal, günstig. Aber es gibt so ein paar Punkte hier, da fällt ein sehr früh Hartkunststoff an. Und zwar hier. Da kommt der Hartkunststoff. Oder auch hier. Während ich ansonsten an der Tür ja hier weiche Flächen habe, auch hier, dort wo ich hinfasse, habe ich da ein bisschen früher Hartkunststoff. Wie auch zum Beispiel beim Volvo C40. Da war auch relativ früh Hartkunststoff. Dafür sind andere Punkte wieder richtig gut verarbeitet. Dieses Schiff hier, dieses bedienende Cupholder-Schiff ist
relativ schwer richtig stabil zu machen, weil es so einen großen Hebel hat und hier im Raum steht. Aber wenn man da dran wackelt, dann sitzt das bombenfest. Also klar, Qualitätseindruck ist so ein bisschen zwiespältig. Es gibt ein paar Punkte, da kann man kritisieren, aber es gibt auch viele andere Punkte hier, die sind gut gemacht. Und deswegen gibt es immer noch 4 Sterne. Und dann können wir uns dem Raumangebot widmen. Ich sitze ja jetzt schon hier vorne drin. Ja, der Sitz ist übrigens wichtig auf mich eingestellt, wenn es gleich nach hinten geht. Und hier vorne ist für mich sehr angenehm das Raumgefühl. Und das wirkt schon dadurch sehr luftig, dass ich hier nicht den typischen Mittel- oder Kardantunnel habe, wie bei vielen Verbrennerfahrzeugen, sondern man hat hier wirklich die EGMP, wie die Plattform heißt, also Electric Global Modular Platform. Das ist die Plattform, auf der sowohl der Kia EV6 wie auch der Hyundai Ioniq 5 sitzen, genutzt, um Elektroauto-Vorzüge hervorzubringen, wie hier viel Platz. Da unten kann ich große Flaschen unterbringen oder sonstiges. Ich könnte ein bisschen jammern, dass USB und USB-C so weit hier unten sind. Wenn dir die während der Fahrt rausrutschen, brauche ich nicht zu erzählen. Ja, da schimpfst du. Und wieso erzähle ich das? Weil ich schon geschimpft habe. So, und jetzt haben wir hier den Mittelteil. Da habe ich meine Cupholder. Ich kann hier noch ein Fach aufmachen, da passt richtig was rein. Also man hat hier wirklich dafür gesorgt, dass man ordentlich was verstauen kann, auch in die Türen passen, größere Flaschen rein. Das ist jetzt eher eine kleinere Flasche, aber trinken ist gesund, sagt mein Team zumindest immer. Also das ist alles wirklich gut gemacht hier vorne. Und jetzt geht es nach hinten auf die Vorbank und dann wird das abschließende Urteil im Raumangebot gesprochen. So, und nach hinten. Und da ist jetzt gerade im Vergleich zum Ioniq 5 ein großer Unterschied in der Karosserieform. Der Ioniq 5 läuft ja hinten wie so ein, nein, nicht unbedingt wie ein SUV, sondern wie so ein großer Kompaktwagen aus. Und hier läuft das Ganze ein bisschen Coupé-artiger aus. So, und da fallen jetzt schon ein paar Sachen auf. Über Kniefreiheit brauchen wir nicht zu diskutieren. Überhaupt kein Problem, auch mit diesem etwas kürzeren Radstand. Super. Die Füße kann ich hier nur schwer unter den Sitz drunter stellen. Und weil ich sie nicht weit nach vorne stellen kann, fehlt mir hier auch ein bisschen Beinauflage. Und wenn ich mir jetzt hier gerade mache, dann muss ich mich ein bisschen ducken. Also wenn ich gerade hier hinten sitze, passe ich nicht komplett rein. Da ist er einfach ein bisschen schlechter als der Ioniq 5. Der ist da luftiger, gerade hier hinten. Der hat auch ein bisschen mehr Kofferraum, minimal mehr Frunk. Und deshalb kriegt er eben nicht wieder Ioniq 5 4,5 Sterne im Raumangebotskapitel, sondern 4 Sterne. Kapitel Stadttauglichkeit. Ja, der Kia EV6 ist ein großes Auto. 4,70 Meter lang, 1,88 Meter breit, ohne Außenspiegel. Da brauchst du schon etwas Platz in der Stadt. Und sein Konzernbruder, der Hyundai Ioniq 5, hat bei mir 2,5 Sterne bei der Stadttauglichkeit bekommen. Er ist ein bisschen kürzer, aber er hat vor allem Probleme gehabt, auch mit dem Wendekreis. Und wenn wir uns jetzt über den EV6 unterhalten, dann hat er einen kürzeren Radstand, nämlich nicht 3 Meter wie der Ioniq 5, sondern 2,90 Meter. Und das macht schon einiges aus, gerade auch beim Wendekreis. Wir können uns das hier mal kurz angucken. Wenn ich jetzt hier voll einschlage, so, ist ein bisschen raschelt, das ist die Jacke, tut mir leid. Und dann sieht man, dass der Wendekreis sich noch im Rahmen hält. Ist ungefähr ein halber Meter kleiner als beim Ioniq 5. Das ist für ein Allradfahrzeug sogar völlig in Ordnung. Und das ist schon ein großer Vorteil in der Stadt. Was sie beide beherrschen, ist sogenanntes Remote-Einparken. Das heißt, du hast den Schlüssel, weiß jetzt gar nicht, wo er liegt, und dann drückst du drauf und kannst außerhalb des Autos stehen und das Auto parkt ein. Zumindest solange du den Schlüssel drückst. Wir probieren das aber jetzt mal aus. Wie gesagt, der Wendekreis ist nicht schlecht. Und jetzt wird hier mal rückwärts eingeparkt. Das ist jetzt ein bisschen eine engere Parklücke. So, vorne raus kann man wirklich ganz gut gucken. Problem ist eher schon so ein bisschen hinten raus, weil er so ein bisschen Coupé-artig rausläuft. Können wir auch gleich nochmal ansetzen. Und da muss man ein bisschen gucken, aber da hat man hier auch noch die Rückfahrkamera. Die zeigt mehrere Sichten, die ist auch relativ einfach zu bedienen. Ich habe hier meine Stellung des Fahrzeugs, ich habe auch noch die weitere Trajektorie, je nachdem, wie ich hier lenke, so wie das sein muss. Und dann kann man hier einparken, wobei ich ehrlich sagen muss, ich bin immer noch so ein alter Sichteinparker. Und da ist es ganz klar so, dass man schon ein bisschen hinten eingeschränkt ist durch die AC-Säule. So, jetzt stehen wir drin. Ich habe schon schlimmer eingeparkt in engen Parkhäusern in der Innenstadt. Kann es schon mal etwas komplizierter werden. Fakt ist, dass durch den kleineren Wendekreis, man sieht das auch hier, das Auto angenehmer zu bewegen ist, auch wenn er einen Ticken länger ist als ein Ioniq 5. Und deshalb bekommt er im Kapitel Stadttauglichkeit
einen halben Stern mehr, also nicht 2,5 Sterne, sondern 3 Sterne. Richtig gut ist es natürlich nicht. Mein 4,70 Meter, 1,88 Meter kann sie nicht wegdiskutieren. Kapitel Dynamik, das ist beim Kia EV6 ein bisschen ausführlicher als bei den sonstigen Elektroauto-Supertests, weil sich dieses Auto auch nochmal explizit gerade beim Thema Fahrwerk und Dynamik von seinem Konzernbruder IONIQ 5 unterscheidet. Den hatte ich ja schon im Test, der war relativ komfortabel. Und deswegen schaue ich mir das genau an, wie er beschleunigt, bremst und wie er sich auch in der Kurve verhält. Beide haben das gleiche Fahrwerksgrundlayout. Sie haben auch beide diese sogenannten frequenzselektiven Dämpfer, die je nachdem, ob eine Anregung sehr schnell kommt oder eben ein bisschen langsamer kommt, unterschiedliche Dämpfungshärten zeigen können. Also wenn eine Anregung sehr schnell kommt, zum Beispiel so eine Bodenquerrille, dann reagiert der Dämpfer auch sehr, sehr schnell, ist weich. Aber wenn ich jetzt um eine langgezogene Kurve fahre, wo ich eben nicht erstmal super Komfort haben will, sondern vor allem auch ein Fahrzeug, das sich gegen Wanken stemmt, dann möchte ich einen Dämpfer haben, der so ein bisschen firmer abgestimmt ist. Und dann hat er auch mehr Zeit, um eben Ausgleichsströme im Dämpfer fließen zu lassen, dieses Frequenzselektive. Dadurch kann ich mich gegen Wanken stemmen. Das macht der IONIQ 5, macht aber auch hier der Kia EV6 und er ist auch spürbar straffer abgestimmt. Und das alles gucke ich mir jetzt mal an. Beschleunigung 0 auf 100 km/h ist ein schöner Stammtischwert, gehört aber zum Autotest natürlich dazu. Ich werde den heute hier auch direkt messen. Ein paar Sachen gibt es zu erzählen. Die Fahrbahn ist nass. Wir sind hier beim Fahrsicherheitszentrum in Grevenbruch vom ADAC. Da mache ich ja meine Messwerte in den meisten Fällen. Aber diese nasse Fahrbahn sollte das Beschleunigungserlebnis zumindest nicht stark beeinträchtigen, denn es ist ein Allradfahrzeug und die Elektroautos regeln das ziemlich gut aus, ehrlich gesagt. Ich habe da witzigerweise festgestellt, dass das kaum einen Unterschied macht, ob knalltrockene Fahrbahn oder eben nass, zumindest in der Leistungsklasse. Deswegen werde ich die Beschleunigung auch messen. Was es noch zu erwähnen gibt, der Akkustand ist bei meiner Beschleunigungsmessung immer unterhalb von 50%, denn ich möchte nicht irgendwelche Mondprospektwerte bei über 90% Akkustand und vorher 1000 Stunden aufgewärmt messen, sondern das soll realistisch sein. Das Elektroauto soll ja die Beschleunigung quasi in fast allen Lebenslagen bringen. Ja, was gibt's noch zu sagen? Das Auto hat 325 PS nach alter Währung, 239 kW nach neuer. Er wiegt ungefähr 2,1 Tonnen. Allradantrieb, Sportmodus, da gehen wir mal rein. Hopp, sind wir drin. Und Messgerät ist fertig. Oh, Kopfkette nochmal richtig richten, dass aber alles stimmt, dass hier nichts Gefährliches. Und dann wird beschleunigt. Schau mal, was er anstellt. Und ab geht's. Ja, oh, geht das hey. Richtig schön nach vorne. Und wir haben 100 km/h in 5,28 Sekunden. Übrigens ist das exakt der Wert, den auch die Kollegen von Automotor und Sport bei trockener Fahrbahn gemessen haben, mit einer Einschränkung. Die Kollegen messen mit 2 Personen an Bord. Ich messe ja immer alleine. Was uns aber gemein ist, wir messen hin in Rückrichtung. Gucken wir uns an, was passiert. 5,28 ist schon mal ein Top-Wert. Das ist ein bisschen schlechter als das, was der Hyundai IONIQ 5 mit etwas weniger Leistung gezeigt hat. Aber wir gucken mal, was er in Rückrichtung macht. Und der IONIQ 5 ist halt bei wirklich knalltrockener Fahrbahn gemessen worden. Hier ist ein bisschen nass, aber ich habe jetzt kaum Schlupfnachteile gespürt. So, 5,28 Sekunden haben wir hier. Oh, das ist in der Kamera drin, ich hoffe. Und nochmal. Okay. Sport ist aktiviert und ab geht's. Yo, irgendwas ist da hinten umgefallen. Bam. Was haben wir? 5,27. Also haben wir in Hin- wie in Rückrichtung quasi bestätigt. Das heißt, der Beschleunigungswert liegt bei knapp 5,3 Sekunden. Wie gesagt, das ist ein Ticken schlechter, als ich das beim IONIQ 5 gemessen habe, aber ist ein Top-Wert in der Klasse. Für die Bremsmessung muss man ein bisschen Anlauf nehmen. Und ganz wichtig, die Bremsmessung, die ich jetzt mache, das ist nicht die bewertungsrelevante Bremsmessung, denn die Fahrbahn hier ist nass und da wird ein Bremsweg entstehen aus 100 km/h. Der ist viele Meter länger als auf trockener Fahrbahn. Das Auto ist mit 245er Michelin Pilot Sport SUV Ausfertigung besorgt. SUV heißt, dass ihr einfach auch noch ein bisschen mehr tragen könnt, weil das Auto wiegt ja auch seine 2,1 Tonnen. Aber
die werden hier nicht unter 40 Meter bremsen, wahrscheinlich deutlich über 40 Meter. Und deswegen haue ich jetzt mal den Wert raus, den meine Kollegen von Automotor und Sprint mit dem Auto auf den Reifen bei trockener Fahrbahn ermittelt haben, und das sind 34,5 Meter und das ist richtig gut. Und trotzdem gucken wir uns jetzt mal an, was er hier bei nasser Fahrbahn leistet. Bin gespannt. Wie gesagt, der Bremsweg wird ein bisschen länger, aber schauen wir einfach mal, was er da leistet. Okay, und das ist alles ready. So, dann können wir loslegen. Auch da ganz wichtig, ja, viele bei Videos, die kommentieren, wissen das nicht. Ich muss über 100 km/h fahren, um dann den Trigger setzen zu können, und das ist ein längerer Trigger. Uiuiui, da sind wir auch hier durch die Pfützen durchgefahren. Der erste war jetzt bei 53,5. Ja, das ist lang. Ist aber auch bei so Fahrbahn, auch wenn du jetzt hier so gerade noch so Pfützen hast, wo du richtig merkst, wie er dann nicht mehr greift und dann plötzlich wieder greift, ist das ganz wichtig zu wissen, weil viele denken, oh, wow, ich habe wahnsinns Sportreifen hier drauf und egal unter welchen Bedingungen, ich hau in die Eisen und dann steht er wie eine Eins. Nee, gerade auch mit solchen Sportreifen. Wenn es draußen nass wird und gerade auch noch nasse Kälte, so eine kalte, nasse Fahrbahn, dann kann der Bremsweg erheblich länger werden und da sollte man drauf achten. Dann steht man in dem Heck des Vordermanns und der guckt einen dann ganz irritiert an. Da muss man sich entschuldigen und es wird teuer. Ja, dann machen wir noch eine Messung. Ja, es ist nass. Ich kann mal versuchen, irgendwo hier eine trockene Stelle zu finden. Und da geht die oben im Guck, völlig zu mir. So, das waren jetzt 49 Meter und daran sieht man, ich habe mir jetzt eine etwas trockenere Stelle genutzt. Und allein nur dadurch kann ich jetzt schon mehrere Meter Bremsweg sparen. Wenn die Fahrbahn jetzt noch ein bisschen abtrocknen würde, dann würde das wahrscheinlich noch mal deutlich weniger werden. Okay, so, also im Sportmodus sind wir. Jetzt nehmen wir diese eine Kurve mal ein bisschen zackiger. Gucken wir uns mal an, hier ist die Fahrbahn ist auch ein bisschen nass, wie das mit seiner Hecktendenz aussieht. So, diese Kurve hier, zack, die nehmen wir mal ein bisschen zackiger und dann sehen wir, ah! Da kommt das Heck schon ein bisschen raus. Also er ist heckbetont und jetzt gerade auf nasser Fahrbahn spürt man, wie er dann hinten wegzieht, musst du vorne reagieren und im Sportmodus ist es definitiv zu spät. Ich finde das cool, ich finde super, aber es kann sein, dass der ein oder andere normale Fahrer davon irritiert sein wird, wenn plötzlich auf nasser Fahrbahn bei Gaseinsatz das Heck anfängt zu spielen. Sollte man wissen. Ich würde sagen, das war fast erwartungsgemäß. Der EV6 ist dynamischer als der IONIQ 5 und es ist insgesamt auch ein dynamisches Auto. Man muss ein bisschen aufpassen mit diesen frequenzselektiven Dämpfern, die hier drin sind. Denn das Auto hat so eine Eigentümlichkeit, man sieht es auch nochmal im Slalom. Er taucht erst vorne so ein bisschen ein, bevor er dann die Zeit hat, damit eben die Ausgleichsströme innen drin fließen, damit er sich stabilisiert. Und dann macht er aber ziemlich viel Spaß. Mit einer Ausnahme, man muss aufpassen, was das Heck hinten bei Nässe macht. Ja, das kann schon mal ausschwenken und das kann den ungeübten Fahrer etwas überraschen. Ansonsten beschleunigt er richtig gut, bremst auf trockener Fahrbahn, so haben ja die Kollegen gemessen, exzellent. Nässe habe ich bloß mal gezeigt. Und das alles zusammen ergibt eine Dynamikbewertung von 4,5 Sternen. Das ist gut. Kapitel Elektroauto und Assistenzfunktion. Da gibt es hier eine Menge an Bord, deswegen müssen wir da ein bisschen drüber reden. Und wir fangen mal gleich vorne an, und zwar beim Frunk, beim Frontkofferraum. Und ja, der EV6 hat einen Frontkofferraum, aber nein, der ist nicht gut nutzbar. Da kriegst du kein Elektroautokabel unter. Und der Frunk ist hier sogar noch mal kleiner als beim IONIQ 5. Noch mal einige Liter kleiner. Der beim IONIQ 5 ist sowieso schon klein. Und dann ist so ein Frunk natürlich nur so ein bisschen Make-up. Ja, wir haben einen, aber man kann ihn nicht wirklich nutzen. Gehen wir zum Innenraum und schauen uns an, was es da für Funktionen gibt. Und da gehen wir gleich mal in Medias Res, und zwar in die ganzen sehr wichtigen Funktionen zum Laden, zur Routenplanung und Ähnlichem. Ich habe hier zum einen einen schönen Bildschirm, wenn ich hier in die EV-Funktion reingehe, ich kann da mal kurz rausgehen, ja, habe ich hier eine EV-Taste, das ist sehr klar. Dann habe ich hier meine Reichweite, da wird übrigens auch angezeigt, wie die Reichweite aussieht, wenn ich die Klimaanlage einschalte oder nicht. Auch das finde ich wirklich gut gelöst.
Dann kann ich hier ins Untermenü hinein, kriege ich eine sehr interessante Energieinfo. Hier wird angezeigt, wie viele unterschiedliche Lademethoden, wie lange das dauert. Und dann kann ich hier in den Energieverbrauch hinein, wir stehen ja jetzt gerade, und dann wird sehr genau aufgedröselt, was Klimaanlage, Elektronik und Ähnliches verbraucht. Und das finde ich echt gut. Das hilft einem auch, um ein bisschen was zu sparen. Akkustatus haben wir uns eben schon angeschaut. Jetzt kommen wir wieder zurück. So, und jetzt gehen wir hier in die EV-Einstellungen und da gibt es eben sehr, sehr viele. Ich kann zum einen hier für Gleichstromladung DC oder AC meine maximalen Ladestände einstellen. Das ist sehr wichtig. Dann kann ich meinen Ladestrom entsprechend einstellen. Und das ist auch sehr einfach gemacht, maximal reduziert und minimal, je nachdem, an welcher Steckdose ich bin. Und es gibt hier inzwischen noch einen Wintermodus. Der EV6, Hyundai Ioniq 5 hat ja auch das gleiche Akkusystem. Das haben mehrere Tests schon gezeigt und wir sehen es ja auch dann im Kapitel, wenn es ums Laden und auch das Reisen geht, ein Winterproblem. Sobald der Akku hier sehr kalt ist, dann lädt er nicht mehr richtig schnell. Und es gibt jetzt einen Wintermodus und da steht es ja auch, die Akkuleistung kann bei niedrigen Temperaturen reduziert sein. Mit Hilfe dieser Funktion können DC-Lade- und Fahrleistungen konstant gehalten werden. Die Reichweite wird jedoch verringert. Das heißt, da braucht man dann Strom, um den Akku aufzuwärmen, aber gleichzeitig kann man trotzdem auch bei kalten Temperaturen etwas schneller laden. Finde ich gut, dass es das gibt, wobei es nicht ganz dafür sorgt, dass es so super schnell lädt wie im Sommer. Aber das sehen wir ja in einem anderen Kapitel. So, und dann kann ich hier auch noch intelligente Rekuperation und Ähnliches einstellen. Ich kann das Auto auch noch vorklimatisieren, wenn ich morgens einsteigen will, dass er warm ist. Das ist alles gut gemacht. Eine Wärmepumpe gibt es hier nicht serienmäßig. Die muss man dann nochmal mit, ich glaube, 890 Euro, man könnte die Preisliste ja nochmal gucken, extra bezahlen, aber es gibt zumindest eine Wärmepumpe. Das ist schon mal gut gemacht. Was er nicht hat, das ist ein großer Unterschied zum Ioniq 5, nicht das Solardach. Ob das jetzt sinnvoll ist oder nicht, ich finde es zumindest ein nettes Gimmick, dass man da noch ein bisschen Strom produzieren kann. Da gibt es also schon einen Unterschied. Und jetzt gucken wir uns die Ladeplanung mal an. Das ist ein Punkt, kann ich gleich sagen, das ist nicht optimal hier gelöst. Navigation. So, und wir fahren, wir fahren nach Berlin. Berlin geben wir hier mal ein. Okay, gucken, was er uns da als Berlin angibt. Ja, das ist Berlin in Mönchengladbach, das brauchen wir nicht. Da unten ist Berlin, hier. So, als Ziel festlegen. So, jetzt müsst ihr natürlich feststellen, aha, das, was im Akku drin ist, reicht nicht dafür. Und in einer idealen Elektroautowelt macht er jetzt eine perfekte Route mit einer Ladeplanung, wo er uns genau sagt, mit welchem Ladestand wir dann in Berlin ankommen, wie wir zwischendurch laden, wie lange das dauert, wie der Ladestand aussieht und Ähnliches. Akkuladung nicht ausreichend. Wunderbar. Jetzt sage ich Ladestation suchen. Und jetzt macht er etwas, was, Entschuldigung, einfach dumm ist. Er sagt uns Ladestation hier jetzt in der Nähe. Ich habe ja noch was im Akku drin, ich will ja unterwegs laden. Da musst du eine richtige Planung machen. Und dann kann ich noch hier auswählen, Nähe ihrer Position oder entlang der Route oder Nähe Zielort. Nein, ich möchte eine perfekte Ladeplanung unterwegs. Und das kann er leider nicht. Und das ist echt ein großes Manko. Und das ist wirklich sehr schade. Und da muss Kia und auch Hyundai daran arbeiten, dass sie das in Zukunft besser machen. Das fehlt. Ist wirklich schade. Ja, gut. Also, das ist schon mal nicht drin. Ansonsten hat er, ich habe mir den Zettel hier extra nochmal hingelegt, eine Menge Assistenzfunktionen drin. Ja, da ist ein Querverkehrswarner, Totwinkelassistent ist klar. Ich muss hier drauf gucken, weil ich nichts vergesse. Ausstiegsassistent, Autobahnassistent der zweiten Generation, was ganz einfach heißt, dass er eben Abstand hält und auch die Spur halten kann. Das macht er okay, wobei es Autos gibt, die definitiv in der Regelung nochmal besser sind. Die sauberer die Spur halten, hier musst du schon ab und zu mal eingreifen. Das ist nicht ganz optimal gelöst. Genauso wie Geschwindigkeit setzen manchmal ein bisschen umständlich ist. Habe ich bei der Bedienung aber auch erwähnt. Was haben wir noch? Wir haben Einparkhilfe mit, also ich kann den automatisch einparken mit hier. Schlüssel in der Hand kann ich draußen stehen. Das finde ich ziemlich praktisch. Und die Verkehrszeichenerkennung funktioniert gut. Nicht immer perfekt, aber ich kenne quasi keinen Hersteller, der das perfekt schafft. Und die hier hat wirklich ordentlich funktioniert, ohne gröbere Fehler. Also, alles in allem gibt es hier eine Menge Funktionen. Habe ich noch was vergessen zu erwähnen? Ja, Over-the-Air-Updates kann er auch. Wobei, das müssen wir jetzt einfach mal so glauben, ich kann es jetzt gerade nicht ausprobieren. Er hat aber ein paar größere Probleme. Das eine ist vorne der Frunk, der noch mal kleiner ist als beim Ioniq 5. Das nächste ist die Ladestationssuche unterwegs. Die macht er nicht richtig automatisch, das ist schade. Und im Gegensatz zum Ioniq 5 gibt es auch kein Solardach. Und deswegen gibt es auch keine 5 Sterne bei den Elektroautofunktionen, sondern nur 4,5.
Der EV6 wiegt exakt genau 2,1 Tonnen. Automotor Sport hat ihn auch auf der Waage gehabt. Und interessant ist übrigens, dass er eine Gewichtsverteilung hat, die ganz leicht hecklastig ist. Das heißt 48% auf der Vorderachse und 52% auf der Hinterachse. Dann können wir uns die Reifen angucken. Und da haben wir es mit 255er Michelin Pilot Sport 4 SUV zu tun. Und falls ich in diesem Video irgendwann mal 245er Michelin Pilot Sport SUV gesagt habe, das ist ein Irrtum. Das ist falsch. Das sind 255er. Und die Reifen sind sehr wichtig, denn die WLTP-Angabe für diese Version des Kia EV6 mit 325 PS beträgt 17,2 Kilowattstunden pro 100 Kilometer. Die ist aber auf den 19 Zoll Felgen ermittelt worden, auch mit entsprechend etwas schmaleren Reifen. Und so eine Rad-Felgen-Kombination macht sehr viel aus bei den Widerständen und damit auch beim Verbrauch. Und es kann also sehr gut sein, dass diese 20 Zoll Felgen hier mit den entsprechenden Sportreifen drauf, doch spürbar mehr auch auf dem WLTP verbrauchen würden. Das können wir uns später auch bei der Reichweite nochmal angucken. Grundsätzlich zu den Sportreifen noch schnell erwähnt, die haben meistens einen etwas erhöhten Rollwiderstand. So, und jetzt kommen wir zur Karosserie und da habe ich ehrlich gesagt gedacht, naja, der EV6, der wird schon aerodynamisch deutlich besser sein als ein Hyundai Ioniq 5. Der steht ja relativ kastig da. Und dann habe ich mir das angeschaut und festgestellt, naja, der CW-Wert ist kein großer Unterschied. Hier haben wir es mit einem CW-Wert von 0,28 zu tun. Beim Ioniq 5 wird exakt genau 0,28,8 angegeben, also rund 0,29 ist kein großer Unterschied. Obwohl die Frontscheibe hier flacher steht, aber in Details sieht man, dass da Kia ein paar Sachen nicht ausgenutzt hat, die man normalerweise ausnutzen könnte. Und das sind leider Fake-Lufteinlässe, weil an dieser Stelle könnte man wunderbar Air-Curtains integrieren, wo die Luft entlangstreift am Reifen, um das Ganze aerodynamischer zu machen. Die Felgen, die jetzt hier drauf sind, sind auch nicht die aerodynamischsten. Man sieht das an den relativ großen Öffnungen noch an den Speichen, da können sich Wirbel bilden. Und wenn wir unter das Auto gucken, da sehen wir, dass der Unterboden nicht so super flach und glatt ist, wie bei anderen Elektroautos. Und das ist auch sehr wichtig, dass die Luft da entlangstreichen kann. Es gibt aber noch ein paar typische aerodynamische Details, die man bei sehr vielen Autos findet. Und zwar vorne an der Front hat man aktive Lüftungsklappen, die sich also je nachdem, ob ich mehr oder weniger Kühlung brauche, öffnen oder schließen. Und hinten hat man sowohl an der Seite solche Finnen, die rausstehen, wie auch am Dach einen richtigen Flügel, der also oben und unten umströmt wird, der auch nochmal die Aerodynamik verbessern soll, wie auch so ein ganz kleiner Spoiler am Heckabschluss. Aber alles in allem gesehen, es ist da bei den Fahrwiderständen, ich sag's mal so, noch ein bisschen Potenzial. So, jetzt gucken wir uns noch die Motoren an. Ich habe es ja mit zwei Motoren zu tun, einem etwas schwächeren Motor an der Front, einem etwas stärkeren Motor am Heck. Beide zusammen haben ja 239 Kilowatt oder 325 PS nach alter Währung, 605 Newtonmeter. Das Interessante an diesen Motoren ist, dass sie, das Interessante an einem dieser Motoren ist, dass der mechanisch entkoppelt werden kann. Denn das Problem ist ja, wenn ich zwei Permanent-Magnet-Synchronmotoren habe, wie sie hier drin sind, und der eine Motor treibt an und der andere würde nur mitlaufen, dann würde der andere Motor sogenannte Schleppverluste produzieren. Er würde quasi so ein bisschen generatorisch laufen und Widerstand erzeugen. Und damit das nicht passiert, kann man den mechanisch abkoppeln. So, und jetzt gucken wir aber mal auf die Verbräuche. 17,2 Kilowattstunden pro 100 Kilometer vom WLTP habe ich schon erwähnt. Und was habe ich jetzt mit dem Auto erzielt? Exakt genau 17,2 Kilowattstunden auf der Eco-Runde. Ja? Das ist ein bisschen mehr als beim Hyundai Ioniq 5. 0,2 Kilowattstunden, also quasi im Toleranzbereich, aber eben nicht weniger. Und ganz entscheidend, beim WLTP sind Ladeverluste dabei. Das ist ein Bordcomputerverbrauch. Der wäre mit Ladeverlusten noch ein bisschen höher. So, dann bin ich mit dem Auto relativ viel gefahren, viel Autobahn, viel auch mal eine Pendlerstrecke, also unterschiedliche Strecken ausprobiert, unterschiedliche Geschwindigkeiten. Und am Schluss hat sich nach fast 800 Kilometern ein Testverbrauch von 20,5 Kilowattstunden ergeben. Das ist etwas weniger als beim Hyundai Ioniq 5, aber nicht so viel weniger, wie ich es erwartet habe, weil die Aerodynamik eben dann doch nicht so viel besser ist, er ein bisschen mehr Leistung hat, und auf den großen Schlappen natürlich auch ein bisschen Widerstand erzeugt. Deswegen liegen die auf fast einem Niveau, ja, ein bisschen sparsamer. Und wir können uns das auf der Autobahn auch nochmal angucken, weil da ist er etwas sparsamer. Wenn wir uns zum Beispiel bei 120 Konstantgeschwindigkeit anschauen, wir gucken uns mal die Kurve an, ja, für die Verbräuche bei konstanten Geschwindigkeiten. Dann sehen wir,
dass er im niedrigen Geschwindigkeitsbereich, da tun sich IONIQ 5 und er nicht viel. Ja, da spielt auch die Aerodynamik kaum eine Rolle. Bei höheren Geschwindigkeiten wird der EV6 dann ein bisschen besser. Bei 120 verbraucht er eine halbe Kilowattstunde weniger als der IONIQ 5, 22,5. Bei 130 km/h geht die Schere dann schon etwas weiter auseinander durch den etwas niedrigeren Luftwiderstand des Kia EV6. Und falls ihr zwischendurch mal so ein Klingeln hört, das ist auch der Wind, das ist da hinten so eine Fahnenstange, die macht die ganze Zeit die Klingelei. So, und dann gucken wir uns noch 140 km/h an, da ist es auch eine Kilowattstunde Unterschied zwischen den beiden Autos, die der EV6 besser ist, also 30 Kilowattstunden pro 100 Kilometer. Es müsste normalerweise sogar noch etwas mehr sein, aber ich runde in diesem Bereich sehr, sehr stark, weil es wirklich nicht so einfach ist, da jetzt auf die Zehntel genau die Verbräuche zu treffen. Und ich habe mir, das mache ich ja seit dem Supertest des Volvo C40, auch die Verbräuche bei sehr hohen Geschwindigkeiten angeschaut, 160 und 180. Und dann sieht man hier in der Kurve auch nochmal sehr schön. Da sind dann bei 160 km/h konstant ungefähr 42 Kilowattstunden und bei 180 km/h konstant werden es dann schon so 53, 54 Kilowattstunden, die er verbraucht. Bei mir war er jetzt übrigens bei ungefähr 192 km/h. Schluss. Schneller wollte er nicht fahren. Verbraucht man sowieso sehr, sehr viel. Ich habe es ja schon gesagt, ich habe beim EV6 erwartet, dass er beim Verbrauch spürbar besser ist als der IONIQ 5, weil er doch deutlich aerodynamischer sein sollte. Das hat sich aber nicht ganz bewahrheitet. Die liegen beim Verbrauch sehr eng beieinander auf der Autobahn mit einem leichten Vorteil für den EV6. Aber das kann ich in Punkten so nicht ausdrücken, sondern das ist wirklich ein Niveau. Sowohl der IONIQ 5 hat 3 Sterne bekommen, wie auch der EV6 bekommt 3 Sterne. Und da ist eben noch Potenzial bei der Effizienz. Kapitel Komfort. Und da ist der EV6 einfach schon mal sportlicher ausgelegt als der Konzernbruder, der IONIQ 5. Den hatte ich ja im Elektroauto-Supertest und war sehr angetan von seinem Komfort. Und vom EV6 erwarte ich jetzt schon, dass er ein bisschen straffer ist. Und da sind ja 2 Punkte im Komfortkapitel, die da eine Rolle spielen. Das eine ist der Geräuschkomfort und das andere ist der Federungskomfort. Und wir schauen uns mal den Federungskomfort hier an. Aha, jetzt sind wir hier über so eine Querschwelle drüber gefahren. Insgesamt ist es wirklich in Ordnung. Für meinen persönlichen Geschmack ist es sogar gut, was der hier macht, aber du spürst schon, dass er straffer ist. Gerade hier auch bei den kleinen Querfugen, bei Autos, die wirklich sehr komfortabel ausgelegt sind, spürst du die quasi gar nicht. Und hier kommen die immer so ein bisschen durch, immer so ein bisschen Knubbel. Und auch wenn du jetzt mal so ein Schlagloch hast, dann fällt er relativ ordentlich da rein. Das muss man wissen, wenn man mit dem Auto unterwegs ist. Das ist keine absolute Komfortbude. Und er hat auch härtere Beschleunigungsspitzen im Komfort. Ich würde euch jetzt auch gerne das typische Beschleunigungsdiagramm zeigen, das ich ja an einer bestimmten Schwelle aufnehme. Aber ich kann es ehrlich zugeben, ich hatte ein paar Probleme mit dem Sensor. Gibt es dann demnächst wieder. Das ist die eine Seite vom Komfort. Die andere ist Geräuschkomfort. Und da unterscheidet er sich vom IONIQ 5 kaum. Bei niedrigen Geschwindigkeiten sind die quasi identisch, leise. Bei höheren Geschwindigkeiten ist der EV6 ein Ticken leiser. Wahrscheinlich, weil die Frontscheibe auch ein bisschen flacher steht. Dadurch habe ich etwas weniger Windgeräusche. Insgesamt ist es ein Komfort, der 4 Sterne schafft, aber eben nicht 5 Sterne wie beim Konzernbruder IONIQ 5. Dann fahren wir jetzt hier nur mal über diese Metallschwelle da drüber. Bam. Bei richtig guten Komfortautos spürst du die kaum und hier spürst du halt schon das Knubbel. Du hast halt die Sportreifen, klar, von Michelin, aber auf der anderen Seite ist insgesamt die Dämpfung etwas härter. Reichweite, da ist ganz, ganz wichtig, was haben wir für einen Akku drin? Das ist ein 77,4 Kilowattstunden Akku, der im Unterboden drin lagert, soll ungefähr eine Energiedichte von, also auf Akku bezogen, von 160 Wattstunden pro Kilogramm haben. Und das ist spürbar mehr als jetzt bei einem IONIQ 5. Nicht ganz 5 Kilowattstunden mehr. Da kann man natürlich ein bisschen mehr Reichweite rausholen. Und da gucken wir uns das mal an. Beim Eco-Verbrauch kommen wir auf 450 Kilometer Reichweite. Jetzt muss man dazu sagen, dass normalerweise Kia oder Hyundai beim Eco-Verbrauch ziemlich genau das treffen, was auch beim WLTP angegeben wird. Beim WLTP ist für das Auto angegeben 506 Kilometer. Wieso trifft das jetzt ausnahmsweise mal nicht? Vorsicht! 20 Zoll Felgen, beim WLTP ist mit 19 Zoll Felgen gemessen worden. Das macht den Unterschied aus. Das heißt, er liegt schon sehr im Rahmen seines WLTP-Werts, zumindest beim Eco-Verbrauch. Also eher sehr Suche gefahren. Und jetzt nehmen wir den Testverbrauch.
20,5 Kilowattstunden und da komme ich auf eine Reichweite von 380 Kilometer. Für ganz 400 hat es nicht gereicht, aber immerhin 380. Und jetzt können wir uns doch die für die Reise noch wichtigeren Konstantreichweiten anschauen bei 120 und bei 80% 120 und 140. Bei 120 sind es 345 Kilometer, 80% SOC sind dann immerhin noch 275 und bei 140 km/h sind es immerhin noch 260 Kilometer. Das heißt, er kommt doch ein Stück weiter als der IONIQ 5. Und die Bewertung im Reichweitenkapitel, die ist relativ einfach. Testverbrauchsreichweite 380 Kilometer geteilt durch 100, 3,8, aufgerundet 4 Sterne. Kapitel Reisetauglichkeit und ich kann euch sagen, ich bin jetzt gerade nicht mehr so reisetauglich, weil es ist ziemlich kalt hier und ich bin sehr froh, dass ich die Winterjacke angezogen habe, auch wenn die euch beim Ton heute ab und zu mal genervt hat, weil sie eben so ein bisschen raschelt. Aber es ist eben kalt hier in Grevenbruch auf dem ADAC Fahrsicherheitszentrum. So, Reisetauglichkeit ist leider nicht ganz so trivial bei diesem Auto. Denn die grundsätzlichen Werte, die Reisetauglichkeit besteht ja aus Reichweite und vor allem, wie schnell bekomme ich Reichweite wieder in das Auto hineingeladen. Die sehen mega aus. Also im Sommer soll er maximal 240 Kilowatt an Ladeleistung bringen. Bringt er das? Ja, definitiv. Habe ich selbst schon ausprobiert. Aber wir haben es jetzt halt nur mal mit kalten Temperaturen zu tun. Und da hat Kia und auch Hyundai, es ist die gleiche Akkuplattform, ein Problem, weil sie den Akku nicht richtig erwärmen. Und damit sinkt die Ladeleistung bei sehr niedrigen Temperaturen doch deutlich ab. Das kann zum Teil auch bei niedrigen SOC, also Ladeständen des Akkus, nur 60, 70 Kilowattstunden sein. Das ist ein bisschen frustrierend. Jetzt muss man dazu sagen, die haben reagiert. Also das Auto hat jetzt einen Wintermodus. Das heißt, der Akku wird, wenn man den drückt, dann nochmal aktiv auf Temperatur gehalten, damit wenn man an die Ladestation fährt, damit er dann schneller lädt, also auch mehr Ladeleistung einlässt. Auf der anderen Seite kostet dieser Wintermodus aber, weil der Akku ja aktiv erwärmt werden muss, wieder Energie und das erhöht den Verbrauch. Damit geht auch die Reichweite theoretisch wieder ein bisschen runter. Also einen Tod muss man da sterben und wir gucken uns mal die Ladeleistungen an, die ich ermittelt habe. Ich fahre dafür ja vorher eine Stunde intensiv Autobahn, dann fahre ich quasi mit diesem intensiv angefahrenen Akku, der dann auch natürlich erwärmt ist, logischerweise, der wird schon ein bisschen angestrengt, fahre ich zur Ladestation und ich habe auch vorher, mindestens eine halbe Stunde vorher die Ladestation genannt, damit jedes Auto auch die Chance hat, sich vorzukonditionieren. Egal, ob es jetzt hat oder nicht, mache ich immer so. Ich stehe an der Ladestation, CCS-Lader mit maximal 300 kW, bringt er natürlich nicht. Und ich habe in diesem Fall gemessen, am Anfang eine sehr ähnliche Ladekurve zum IONIQ 5, auch hochgegangen bis zu 186 kW, so ungefähr in der Richtung. Und dann würde eigentlich ein zweites Plateau folgen. Mit nochmal weit über 200 kW, in diesem Fall sogar 240 kW, hat er nicht gemacht. Klar, ich habe bei einstelligen Temperaturen gemessen, aber das hat er nicht erreicht, sondern ist er nach unten gegangen. Das ist schade. Es zählt natürlich im Elektroauto-Supertest in dem Bereich das, was beim Supertest erzielt worden ist und nicht das, was er irgendwann anders mal erreicht hat. Und so hat er eine durchschnittliche Ladeleistung von 142 Kilowatt von 20-80% erzielt. Von 10-80% ist ein bisschen mehr, sind so 143 Kilowatt. Das ist gut, aber eben nicht so gut wie ein IONIQ 5, der dafür wiederum etwas weniger Reichweite hat. Nur wenn ich die Akkuheizung einschalte, habe ich hier auch dann wieder ein bisschen weniger Reichweite. Ist keine einfache Bewertung jetzt, denn 5,5 Sterne, so in der Performance hat er nicht verdient für die Reisetauglichkeit und deswegen kriegt er 5 Sterne. Da hat der IONIQ 5 ein bisschen Glück gehabt. Kapitel Bedienung und das ist bisher, wenn es um die Bewertung geht, eine harte Nuss im Elektroauto-Supertest. Es hat bis jetzt kein Auto geschafft, mehr als 4 Sterne zu bekommen, weil es viele Autos gibt, die schon in Teilbereichen echt gut bedienbar sind und dann zeigen sie wieder Schwächen in anderen Bereichen. Und der Konzernbruder hier, der Hyundai IONIQ 5, der hat 4 Sterne in der Bedienung bekommen. Jetzt sind die nicht identisch. Da haben sich ein paar Sachen geändert. Und deshalb schauen wir uns mal an, ob der EV6 es vielleicht schafft. Ich fange mal mit den positiven Sachen an. Da gibt es einige. Er hat ein wirklich gutes Head-Up-Display. Kann man wunderbar ablesen mit den Hauptinformationen. Direkt vor einem. Ich mag Head-Up-Displays sehr gerne. Er hat einen schönen großen Instrumententräger, wo ich meine ganzen Informationen habe, auch schön groß dargestellt. Die relevanten Funktionen auf einen Blick. Das ist gut gemacht. Dann habe ich hier Lenkstockhebel. Das muss man erwähnen, weil es heutzutage auch Autos gibt, die komplett weglassen. Ich finde die gut, gerade wenn es um Blinker und Sonstiges geht.
Das kann man alles wunderbar bedienen. Das ist auch nichts Neues. Wenn ich aufs Lenkrad drauf gucke, habe ich meine direkten Tasten. Das sind keine Touch-Tasten. Das sind richtige physische Tasten. Die sind auch ordentlich beschriftet, sodass ich hier genau weiß, aha, da stelle ich meinen Abstand ein. Da oben setze ich meine Geschwindigkeit. Hier habe ich meine Lautstärke und Ähnliches. Das ist alles echt gut gemacht. Und mir gefällt auch gut, dass ich hier unten meine Drive-Mode-Taste habe. Die ist nicht hier irgendwo im Untermenü, sondern ich habe hier direkt am Lenkrad eine Taste, um zu entscheiden, in welchem Fahrmodus ich unterwegs sein will. Dann gucken wir auf den Hauptbildschirm hier und da gehen wir mal in diese Darstellung hier. Machen wir, gehen mal ganz zurück. Na, gehen wir hier rein. Was mir nicht ganz so gefällt, ist hier die Darstellung des Hauptbildschirms, mit dem man erstmal begrüßt wird. Da ist sehr viel Raum für Notizen, sage ich mal. Und da muss man halt wissen, wie man dann wieder ins Hauptmenü hineinkommt. Ein Hinweis gibt es hier nicht, also kein Pfeil oder sonstiges. Man kann entweder draufklicken, dann muss man aber oben nochmal klicken, bis man im Hauptmenü ist. Man kann aber auch hier rüberwischen, dann habe ich hier die weiteren Funktionen. Und jetzt gibt es eine Sache, die hat mit der Bedienungsbewertung nichts zu tun. Die ist rein geschmäcklerisch. Und das ist die Typografie und die Darstellung hier drin. Die ist jetzt, sagen wir mal, nicht extrem modern. Das ist rein geschmäcklerisch. Und das sage ich als ehemaliger Printredakteur. Da kann man an der Typografie, an der Schriftart noch ein bisschen was arbeiten, damit das Ganze moderner aussieht. Denn es gibt viele Leute da draußen, die bewerten Bedienung nicht danach, ob es wirklich einfach zu bedienen ist, sondern ob es so aussieht, als wäre es einfach zu bedienen. Dafür ist wieder gut, dass ich hier unten, und das unterscheidet ihn auch vom IONIQ 5, nochmal eine spezielle Bedienleiste habe mit richtigen physischen Einstellern für meine Temperatur. Die braucht man immer relativ oft. Und das ist gut, dass man das physisch machen kann. Na, Klimaanlage, Ruhe ist. Und ich kann diese Leiste quasi doppelt nutzen. Ich habe hier zwei Tasten, um zum einen hier die Klimaanlagenfunktion zu nutzen und zum anderen hier in die Hauptmenüfunktion hineinzugehen. Das ist auch gut. Ich bin kein Riesenfreund von Doppelbelegungen, aber das ist schon ganz clever gemacht. Ich habe hier vorne auch zudem noch direkte Tasten für meine ganzen Wohlfühlfunktionen. Also hier für Lenkradheizung, dann hier für einen Popo-Wärmer und auch der Pupsabsauger. Nein, die Sitzbelüftung kann direkt angewählt werden, wie ich auch noch ein paar direkte Funktionen habe. Was mir nicht so gefällt, ist die Einstellung des Tempomaten während der Fahrt und die Geschwindigkeit zu setzen. Das ist manchmal ein bisschen fummelig und da musst du hingucken und dann guckst du wieder und ich habe schon ein paar Mal geflucht. Das war nicht der Weisheit letzter Schluss. Es ist machbar, aber da habe ich schon Systeme erlebt, wo ich das einfacher setzen kann. Dafür ist die Positionierung des Warnblinkschalters absolut vorbildlich. Die ist nicht irgendwo oben im Dachhimmel versteckt, nicht irgendwo sonst klein, kaum sichtbar, sondern die ist hier in der Mitte des Armaturenbretts. Und wenn ich in einer Stresssituation bin und ich brauche den Warnblinkschalter sehr, sehr schnell, wo greife ich da zuerst hin? Bam, genau dahin. Und jetzt wird es spannend. Das Auto ist also auf dem Weg zu 4,5 Sternen und das wäre der Wahnsinn. Aber nur unter einer Bedingung. Ich gebe jetzt zwei relativ flapsige Sprachkommandos ein und wenn das Auto beide problemlos versteht und natürlich auch ein Ergebnis liefert, dann kriegt er 4,5 Sterne. Wenn nicht, 4. Machen wir jetzt. Ich muss laden. 15 Ergebnisse gefunden. Bitte sagen Sie die Zeilennummer. Abbruch. Sehr gut. Also das hat er jetzt gemacht, er hat sofort verstanden. Ich musste nicht sagen, such mir eine Schnellladestation oder sonstiges. Ich habe einfach nur gesagt, ich muss laden, so ganz natürlich. Und dann hat er mir gleich Schnellladestationen angeboten. So, und jetzt kommt die nächste und das ist jetzt die entscheidende für 4,5 Sterne. Ich muss Pippi. 30 Ergebnisse gefunden. Sehr cool, sehr cool. Also hat er mir jetzt Rasthöfe angeboten, wo ich aufs Klo gehen kann. Und ja, wenn wir das alles zusammenfassen, dann kriegt er 4,5 Sterne. Wow. Wobei ich einschränkend sagen muss, 4,5 Sterne heißt halt immer noch 1,5 Sterne weg von einer wirklich perfekten Bedienung. Es gibt hier noch ein paar Baustellen. Und es gibt Leute, die mögen Touchscreen und sehr viel Sprachsteuerung. Und andere, die mögen Tasten. Hier habe ich einen ordentlichen Kompromiss. Aber perfekt ist es noch nicht. Und dann kommen wir zum Fazit und bevor ich die Abschlussbewertung sage, gucken wir uns ganz kurz nochmal den Preis an. Wir haben es ja hier mit der Allrad-Variante zu tun, GT-Line und da sind wir
in der Basis schon bei über 57.000 Euro. So wie er hier steht, mit allem drum und dran, Wärmepumpe, pipapo, reden wir dann schon über 60.000 Euro. Das ist eine Menge Geld, dafür muss das Auto was können. Und er kann ja auch was. Er macht ja auch Spaß beim Fahren. Ja, er ist straffer als ein Ioniq 5. Ja, er hat nicht ganz so viel Raumangebot wie ein Ioniq 5. Er kann zumindest unter warmen Bedingungen genauso schnell laden, jetzt in der Kälte. Man hat es gesehen, da hat er ein bisschen gelitten, aber es ist ein besonderes Auto. Und es ist wirklich ein Elektroauto, wenn sich den jemand kauft, wo ich sage, ja, hast du was Gutes gemacht. Nur, es reicht in der Abschlussbewertung nicht zu genauso vielen Punkten wie bei einem Ioniq 5 aus diversen kleinen Gründen. Und deswegen sind es 4 Sterne. Das ist eine sehr gute Bewertung, aber es gibt 3 Punkte. Da kann man das Auto mit gar nicht mal so großem Aufwand einfach noch ein bisschen besser machen. Zum einen kann man den CW-Wert noch etwas verbessern. Da gibt es schon ein paar Punkte, wo man noch ansetzen kann, was dann den Verbrauch senkt und die Reichweite erhöht. Das nächste ist die Ladeplanung, die immer noch sehr rudimentär vorhanden ist. Da muss unbedingt was geschehen. Das Auto muss intelligenter werden bei der Suche der Ladestationen und auch bei der Anzeige dazu. Und der dritte Punkt ist der Komfort. Ich finde, das Auto könnte genauso sportlich bleiben und trotzdem noch ein bisschen komfortabler sein. Vielleicht ein bisschen mehr in Richtung Hyundai Ioniq 5, weil der ist ja komfortabel. Die Klassik Remise hier in Düsseldorf, quasi unsere Homebase für viele YouTube-Videos, ist ein einziges Garagengold. Hier stehen automobile Goldstücke en masse und es gibt halt wahnsinnig viele Fans dieser historischen Autos. Und genau für diese Fans haben wir jetzt auf YouTube eine Anlaufstation, Garagengold. Da haben wir die schönsten Geschichten zu historischen Autos, die interessantesten Geschichten. Ich bin auch noch mit dabei und ich kann nur eins sagen, unbedingt angucken, denn das wird gut.